Management Audi AG, Rupert Stadler. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Audi. Ja, meine Damen und Herren, die Faszination Quattro ist ungebrochen. Quattro ist Legende. Der Antrieb hat den Motorsport revolutioniert, hat die Welt des Automobils verändert und der Quattro hat Audi mit zu dem gemacht, was wir heute sind. Und Sie, liebe Gäste, dürfen heute viel von uns erwarten und es liegt nahe, dass wir mit einer Neuheit beginnen, der wir besonders viel genau von diesem Erbgut, dem Quattro, mitgegeben haben. Aber bitte sehen Sie selbst. Audi AG, Michael Dick. Der neue Audi RS5. Er ist ein absolut würdiger Nachfolger des Urquattro. Im Vergleich zum RS4 haben wir den Verbrauch um rund 30% gesenkt und das bei einer Mehrleistung von 30 PS. Das Ganze macht den RS5 zu einem faszinierenden Gesamterlebnis. Dieser Audi A8 ist der erste Vollhybrid in seiner Klasse. Stadttempo kann er rein elektrisch fahren. Kombiniert mit einem 2-Liter Turbo FSI-Verbrennungsmotor garantiert dieses Konzept mit 480 Newtonmeter Drehmoment die Dynamik eines großvolumigen Sechszylinders. Ladies and gentlemen, please welcome Justin Timberlake. I know what you're thinking. The answer is yes. She was a good kisser. But we're here to talk about the A1. I'm very excited to be here. Thank you, Audi, for having me. The A1 is a cool car, in my opinion. It fits perfectly with the modern city lifestyle. Doch wir wären nicht Audi, wenn wir nicht noch eine weitere kleine, aber feine Überraschung für Sie parat hätten. Bühne frei für unseren Audi A1 e-tron. So Justin, you had already the opportunity to test drive the car, not only as chauffeur yesterday evening. So what is your first impression about that? Well, as your chauffeur, I didn't want to drive too fast. You will be one of the first customers. Thank you for being here. All right. And thank you for being the Audi ambassador for the A1. Thank you. Nice to have you here.